Hallo Leute, der Grauton hier mit einem kleinen Infovideo. Und zwar geht es darum, dass wir in den nächsten Wochen eine kleine Sommerpause in ganz großen Anführungszeichen machen werden. Das hat den Grund, ich werde ab Samstag, dem 13.07. eine Fahrradtour durch Deutschland machen. Voraussichtlich 850 Kilometer, voraussichtlich werde ich so 2 bis 3 Wochen unterwegs sein. Und bin in der Zeit dementsprechend nicht in Berlin. Es kann sich natürlich immer was ändern bei Krankheit oder wenn ich merke nach einer Woche, das ist so überhaupt nicht meins, dann komme ich halt früher wieder. Aber ich werde wahrscheinlich ab Samstag 2 bis 3 Wochen nicht da sein. Und dementsprechend verändert sich natürlich in dieser Zeit für den Kanal ein bisschen was. Es kommt aber trotzdem noch Content. Und darüber möchte ich jetzt kurz mit euch reden, was kommt, was nicht kommt und so weiter, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Ich lade das Video auf beiden Kanälen hoch, falls ich das noch nicht gesagt habe, damit eben auch die Zuschauer von beiden Formaten und von beiden Kanälen Bescheid wissen. Und ihr einfach wisst, was Sache ist. Genau, erstmal zu Graumann Gaming. Da ich nicht in Berlin bin, heißt das natürlich für Graumann Gaming, dass es in diesen 2 bis 3 Wochen, also bis maximal zum 3. oder 4. 8., wahrscheinlich aber früher, keine Livestreams mehr geben wird, weil ich nun mal nicht da bin. Und dementsprechend, da wir im Moment all unseren Let's Play-Content aus Livestreams ziehen, auch keine Folgen von The Ramen und mir auf dem Kanal. Das wird der gute Nikra so ein bisschen auffangen. Da geht jetzt ja sein Yuppie Psycho Let's Play weiter, was ich nur empfehlen kann. Und auch neue Folgen vom Cooking Simulator sind schon in der Pipeline. Die werden wir dann versuchen so ein bisschen aufzusplitten, damit eben in der Zeit, wo The Ramen und ich keinen Content auf dem Kanal bringen, zumindest von dieser Seite so ein bisschen was für euch zu gucken ist. Vielleicht, wenn ihr dann die Zeit dafür habt, könnt ihr da mal reinschauen. Ich finde wirklich beide Let's Plays, besonders den Cooking Simulator, sehr, sehr unterhaltsam. Aber wundert euch nicht, also auf Graumann Gaming wird es in dieser Zeit von The Ramen und mir gar nichts geben. Auf Graumann Entertainment sieht das ein bisschen anders aus. Wir werden noch ein paar Podcasts aufnehmen für den Kanal, sodass zumindest an den Samstagen der Graustausch erscheinen wird. Ob ich es noch schaffe, dahingehend noch irgendwas aufzunehmen, also noch irgendwie eine Ausgabe von GrauTV oder irgendwas zum Wrestling oder so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, denn ehrlich gesagt möchte ich mir den Stress jetzt nicht machen, dass ich jetzt auf Teufel was vorproduziere, damit 2, 3 Videos die Woche kommen. Wir sind kein Kanal, der das professionell macht. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass der Algorithmus irgendwie uns bei Laune hält, wobei wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr auch zuschaut letztendlich und wir empfohlen werden. Aber ja, ich werde, wenn ich noch Lust habe, irgendein Video noch zu machen, nehme ich das noch auf und haue das in der Zeit raus. Ansonsten gibt es nur die Samstagsformate. Das ist am nächsten Samstag, am 13.07., an dem Tag, wo ich losfahre, ist das die neue Ausgabe von Graumann Gauntlet, also kein Podcast, sondern Graumann Gauntlet, Ausgabe Nummer 2, kommt da, wo dann also der Nip, The Ramen und ich uns wieder argumentativ zu Gaming-Themen die Köpfe einschlagen. In der Woche danach wird es dann unseren 10-Jahres-Rückblick auf 2009 geben, wo wir schauen, was ist denn vor 10 Jahren so an Videospielen rausgekommen. In der Woche danach gibt es dann eine Release-Vorschau für den August und ob wir dann noch einen aufnehmen, der dann für die Folgewoche ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber, also hier sei auch gesagt, es wird weniger Content kommen als sonst, aber zumindest an den Samstagen gibt es welchen. Das heißt, für die Wrestling-Zuschauer unter euch auch, ich werde Fight for the Fallen nicht reviewen, weil ich gleich Samstag früh losfahre und die Show eben erst abends ist und kann daher diese Show nicht gucken und werde sie nicht reviewen. Das heißt, die Wrestling-Fans sehen mich dann zu All Out im August wieder. Also es gibt weiterhin Content auf dem Kanal, ihr wisst jetzt in welcher Form. Wundert euch bitte nicht, ich bin halt der hauptsächlich die Kommentare beantwortet unter den Graumann Entertainment und Graumann Gaming Videos. Nikra beantwortet die Kommentare unter seinen Videos durchaus, aber jetzt gerade auf Graumann Entertainment wundert euch nicht, wenn vielleicht in der Zeit Kommentare nicht beantwortet werden oder erst verspätet, wenn The Ramen dann reinschaut. Aber kommentiert natürlich trotzdem gerne und lasst Feedback da zu allem und so weiter. Besonders zu Graumann Gauntlet sind wir sehr an Feedback interessiert. Und ich werde mir natürlich, wenn ich wieder da bin, alles angucken und dann, wenn es nicht getan wurde bis dahin, eben alles auch beantworten. Ja, ich glaube, das war's so im Wesentlichen. Also Graumann Gaming, keine Streams, kein Content von The Ramen und mir. Dafür aber Content von Nikra.
Auf Gaum Entertainment gibt es eben die Samstagsformate und darüber hinaus aber wahrscheinlich nicht wirklich was. Vielleicht mache ich noch ein Video irgendwie, aber ja, es wird nicht so viel kommen und die Kommentare werden wahrscheinlich erst mit Verspätung beantwortet. Ja, dann wünsche ich euch in der Zeit, wo wir uns nicht hören, ein paar schöne Wochen, einen schönen Sommer. Und ja, ich versuche heil und gut durch diese Fahrradtour durchzukommen, damit wir euch dann ab Anfang August wieder mit neuem Material versorgen können. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer gehabt euch wohl und wir sehen uns bald. Euer Gauton und ciao.